Ja, zuerst möchte ich euch allen ein gedeihsames Jahr des Tigers wünschen. Es ist Neujahr. Ja? Und unsere Tradition kommt aus Indien, wurzelt in Indien, wurde aber in China verfeinert und zur Blüte gebracht. Daher haben wir wunderbare Gründe und Ursachen, dem chinesischen Volk dankbar zu sein, uns diese wunderbare Blüte der Praxis überliefert zu haben. Denn von dort hat sich es dann weiter verbreitet nach Vietnam, Korea und Japan letztendlich. Also, ein glückliches Jahr des Tigers. Mein Thema ist der Weg des Bodhisattva zur Erleuchtung. Erleuchtung ist das Ziel buddhistischer Spiritualität. Sie ist jedoch eingebettet in drei Verwirklichungen des Weges: Ethik, Kontemplation und Weisheit. Diese Verwirklichungen können gleichsam als ein gleichschenkliches Dreieck vorgestellt werden. Ethisches Verhalten beruht auf Einsicht oder Weisheit und diese wiederum auf Kontemplation. Umgekehrt ist Einsicht nur möglich auf der Basis eines ethischen Lebens, dieses jedoch bedingt eine Stille des Geistes, eben Kontemplation. Mit Vertiefung des ethischen Verhaltens geht eine Vertiefung der Kontemplation und der Einsicht einher, deren Vertiefung festigt wiederum das ethische Verhalten. Den Weg zur Erleuchtung kann man sich daher einer Spirale gleich vorstellen. Man durchläuft immer wieder dieselben drei Stationen, doch in einer vertieften Weise. Obliegt man der Praxis mit ununterbrochenem Eifer, ohne je nachzulassen, dann bewegt sich die Spirale einheitlich in eine Richtung. Doch es kann auch zu einem Nachlassen der Praxis und des Eifers kommen, wobei die Bewegungsrichtung der Spirale unterbrochen wird. Erleuchtung ist gleichsam das Zusammenwirken von reinster Ethik, reinster Weisheit und vollkommener Kontemplation. Ein hehres Ziel. Die Anlage, dieses Ziel zu verwirklichen, ist jedoch allem Lebendigen eigen, jedenfalls im Mahayana. In der Sprache der Mahayana-Texte heißt dies, alles Lebendige ist durchdrungen von der Buddha-Natur, ein Potenzial, das jedoch durch Nichtwissen, Ichsucht, Gier und Hass verschüttet ist. Dies ist die Sicht des nicht erleuchteten Lebewesens. Der Weg zur Erleuchtung scheint ein sehr langer und mühsamer Weg zu sein. In manchen Traditionen spricht man von unendlichen Äonen. In der Tradition des Meditations- oder Dhyana-Buddhismus, mehr populär im Westen als Zen immer bezeichnet, diese Meditationsbuddhismus betont jedoch, dass die Erleuchtung in Schritten erreichbar sei und vielleicht schon in näherer Zukunft Wirklichkeit werden kann. Und dass der letztendliche Schritt ein plötzlicher sei. Dieses Problem von stufenweiser Erleuchtung gegenüber plötzlicher Erleuchtung ist ein riesiges Thema, auf das ich hier nicht eingehen will. Lebewesen, die sich auf den Weg zur Erleuchtung begeben, sind Bodhisattvas. Bodhi, Erleuchtung, Sattva, Lebewesen. Wesen, die auf die Erleuchtung ausgerichtet sind. So kann man das verstehen. Da sind die Wesen, die sich aufgrund eines soliden Verständnisses des Dharma, also der Buddha-Lehre, der Praxis widmen. Sie haben ihr Leben auf die Erleuchtung ausgerichtet und sind damit Bodhisattvas. Das können Menschen sein, denen wir im täglichen Leben begegnen. Buddha Shakyamuni, der historische Buddha, bezeichnete sich selbst vor der Verwirklichung der vollkommenen Erleuchtung als Bodhisattva. Und als Bodhisattva wurde er nicht nur als Mensch in verschiedenen Situationen wiedergeboren, sondern auch als ein Tier. Einmal als ein Hase, dann als ein Papagei und so weiter. Ja? Gibt uns einen anderen Blick auf die Tiere. Dann sind aber da auch jene Bodhisattvas, die auf dem Weg zur Erleuchtung schon sehr weit fortgeschritten sind, ja, ihn schon fast zu Ende gegangen sind.
Da sind die Mahabodhisattvas, die großen Bodhisattvas. Manjushri ist ein solches Lebewesen, das ganz und gar auf die Erleuchtung hin ausgerichtet ist und den Weg schon fast vollendet hat. Als Symbol seiner bereits tiefen Weisheit trägt er ein Schwert, Symbol seiner durchdringenden Einsicht, mit dem er die Schleier des Nichtwissens und des Irrtums durchtrennt. Avalokiteshvara versinnbildlicht die unendliche heilende Hinwendung, um alles Lebende dem Innewerden der Erleuchtung näher zu führen. Im frühen Buddhismus sah man die Verwirklichung der Erleuchtung als ein Ereignis, das nur im Rahmen des Individuums und nur auf dieses bezogen stattfinden kann. Das Ziel war ein Arhat, ein Edler oder Heiliger zu werden. Ferner bedurfte es der vollen Gelübde des Gangs in die Hauslosigkeit. Also man muss der vollen Gelübde als Mönch oder Nonne haben. Und diese Gelübde war notwendig, um der Erleuchtung inne zu werden. Laien, so nahm man im frühen Buddhismus an, war dies erst in einem späteren Leben möglich, indem sie die Gelübde auf sich nehmen konnten. Mit der Herausbildung des Mahayana ungefähr um die Zeitenwende änderte sich dies. Wie könnte man vollkommen erleuchtet sein, wenn man all die anderen Lebewesen im Morast des Leides versunken sieht? So fragte man sich. Das Ideal des Arhat erschien nun selbstsüchtig, da es nur auf einen selbst beschränkt war. So wurde das neue Ideal des Bodhisattva zum Sinnbild der Selbstlosigkeit, da er sich vorrangig um die Leidensbefreiung der anderen bemüht und dabei selbst sein eigenes Leben hinzugeben bereit ist. Der Bodhisattva, auch wenn er alle Voraussetzungen zur Verwirklichung der vollkommenen Erleuchtung erfüllt hat, wird dennoch sozusagen auf der Schwelle der Erleuchtung innehalten, um allen Lebewesen den ihnen eigenen Weg zur Erleuchtung und Nirvana zu zeigen. Und wenn ich sage, der Bodhisattva, könnte ich natürlich genauso gut sagen, der Strich, die Bodhisattva. Es ist neutral. Das gilt also für weibliche, männliche Lebewesen in gleicher Weise. In dem Sutra der Prajnaparamita der 8000 Verse, was das älteste Sutra der vollkommenen Weisheit-Tradition ist, da spricht Subhuti, einer der großen Schüler des Buddha, das Folgende. Die Bodhisattvas, die sich auf Verwirklichung der höchsten, der vollkommenen Erleuchtung eingestellt haben, tun etwas ungemein Schwieriges. Wenn sie Gebefreudigkeit, Selbstzucht, Geduld, Willensstärke, Meditation und Weisheit erlangt haben, wünschen sie dennoch nicht, in ein nur ihnen eigenes, vollkommenes Nirvana einzugehen. Im Gegenteil, nachdem sie die äußerst leidvolle Sphäre der Lebewesen betrachtet haben und der Wunsch in ihnen entstanden ist, die vollkommene Erleuchtung zu verwirklichen, fürchten sie sich trotzdem nicht vor dem freiwilligen Verbleiben im Samsara. Soweit das Zitat. Wenn die Bodhisattvas die Lebewesen so im Leid und Unwissen versunken sehen, dann reagieren sie mit der ihnen innewohnenden Karuna, einer Geisteshaltung und Tatenbereitschaft, die man als heilende Hinwendung bezeichnen kann. Es wird gerne gesagt Mitgefühl. Ich mag diesen Terminus nicht. Das ist mir zu gefühlsvoll, zu wischiwaschi und vor allem, es sagt nichts über die Taten. Karuna heißt Taten. Es kommt von der Wurzel kr, die tun heißt, ja. Und den Begriff, den ich hier verwendet habe, heilende Hinwendung, das hat von Brück vor kurzem in einem Artikel vorgeschlagen und ich finde das sehr gut, weil heilend die Menschen zu, die Lebewesen zu der Erleuchtung zu führen, aber Hinwendung, dabei tut man etwas, ja. Alle Äußerungen der Bodhisattvas, sei es in Worten, Taten oder Gedanken, basieren auf dieser heilenden Hinwendung. Die Entschlossenheit der Bodhisattvas, allen Wesen den Weg zur Erleuchtung zu weisen, findet ihren formellen Ausdruck in einem Gelübde. Und das ist ganz wichtig. Gelübde sind Teil der Praxis, auch unserer Praxis. Und das ist etwas ganz Wesentliches. Ohne diese feste Verpflichtung, ja, das will ich tun, passiert nichts, dann
Ach, heute kann ich meditieren, morgen, ach morgen, da gehe ich doch zum Skifahren, ist ja so schönes Wetter, nicht? Übermorgen, ach ja, doch, da will doch meine Freundin kommen, na, kann ich auch nicht, ja? So tue ich also, da meditiere ich so, wie ich manchmal ein Buch lese. Ein Gelübde ist etwas Verpflichtendes. So nimmt der Bodhisattva dieses Gelübde auf sich. Ich nehme die Last des Leidens auf mich. Ich bin dazu entschlossen, ich ertrage es. Und warum? Unbedingt muss ich allen Wesen die Leidenslast abnehmen. Ich tue das nicht, weil ich Lustgewinn daran hätte. Vielmehr habe ich das Gelübde zur Rettung aller Wesen getan. Alle Wesen muss ich zur Erlösung führen. Die ganze Welt muss ich retten. Ende des Zitats. Der Weg zur vollkommenen Erleuchtung wird in der weiteren Systematisierung des Mahayana-Buddhismus in 10 Ebenen dargestellt. Die erste Ebene, genannt die freudige, der neue Bodhisattva schwelgt im Hochgefühl seiner Aufgabe und ist sich seines Erfolgs sicher. Er übt mit Freude die 6 Vollkommenheiten. Ja, das ist das erste Retreat, man nimmt die 5 Achtsamkeitsübungen und da ist dieses Hochgefühl. Ja, die erste Ebene. Die zweite Ebene, die makellose genannt, der Bodhisattva verfeinert seine Ethik, bis sie makellos wird. Er konzentriert sich auf die Übung des 8-fachen Pfades, um die 3 Verunreinigungen, das heißt Gier, Hass und Nichtwissen, zu beseitigen. Er schreitet weiter zu der dritten Ebene, die strahlende genannt. Der Bodhisattva wird zu einer Leuchte der Lehre und ist zu philosophischen Einsichten fähig. Er widmet sich immer dem Studium der Sutren. Er praktiziert die 4 göttlichen Verweilzustände. Das ist eine Meditation der Güte, Mitleid, Mitfreude und des Gleichmuts. Die 4. Ebene, die flammende genannt, lässt den Bodhisattva über die Natur und das Wesen der Welt reflektieren. Er trennt sich von den falschen Vorstellungen eines Ichs oder Selbst und festigt sein Vertrauen in die 3 Kostbarkeiten, das ist in Buddha, Dharma und Sangha. Flammende genannt, weil hier Grundideen, mit denen die meisten Menschen zur Welt kommen, verbrannt werden, ja? Wie Papier, das man ins Feuer wirft. Die 5. Stufe, auf der schwer zu erringenden Stufe, realisiert der Bodhisattva die 2 Wahrheiten. Konventionelle Wahrheit und absolute Wahrheit, sowie die Leerheit aller Gegebenheiten. Er weiß, dass die Welt so, wie sie ist und so, wie wir sie wahrnehmen, nur eine Seite der Medaille ist, dass die andere Seite dieser gleichen Wirklichkeit Leerheit ist, nicht beschreibbar ist. Ja? Trotzdem er sich der inhärenten Buddha-Natur alles Lebendigen bewusst ist, verharrt er jedoch in dem Bemühen, sie zur Erleuchtung zu führen. Ja, das ist die 5. Stufe. Die 6., die im Angesicht absoluter Klarheit stehende Ebene, bezeichnet die Realisierung der vollkommenen Weisheit. Der Bodhisattva ist sich der Identität von Samsara, der Welt des Wandels und wie wir sie wahrnehmen, und Nirvana oder Erleuchtung bewusst, und dass die wahrgenommene Welt nichts als Vorstellung ist. Das ist sicher sehr schwierig für die meisten Menschen zu begreifen, denn das würde heißen, dass nicht nur Buddha die Erleuchtung erlangt hat und Menschen, die ihm gefolgt sind, sondern auch, dass die Buddha-Natur in Menschen innewohnt oder in Wesen innewohnt, wie zum Beispiel Hitler. Und da wird es schwierig, nicht? Also auf der 6. Stufe muss der Bodhisattva sehr, sehr viel denken und hart praktizieren. Auf der 7. Stufe, der weitreichenden Ebene, hat der Bodhisattva die Grenzen des Samsara, dieser Wandelwelt, überschritten.
Er ist nicht mehr an die Naturgesetze gebunden, aufgrund seiner umfassenden, tiefen Einsicht in die wahre Natur aller Gegebenheiten. Der Bodhisattva hätte nun alle Voraussetzungen erfüllt, um in das restlose Nirvana einzugehen. Jedoch, aufgrund seiner Karuna, aufgrund seiner heilenden Hinwendung zu allen Lebendigen, verbleibt er im Samsara und verweilt in einem sogenannten Nirvana mit Rest. Er ist zu einem transzendenten Bodhisattva geworden. Avalokiteshvara, Manjushri, Vajrasattva und so weiter. Mit höchster Geschicklichkeit wendet er die rechten Mittel an, um jedes Lebewesen der Erleuchtung entgegenzuführen. Er kann nun auch seine Verdienste, sein gutes Karma auf die anderen Lebewesen übertragen. Auf der achten Ebene, auf der unbewegten Ebene, verweilt der Bodhisattva unerschütterlich in der Verwirklichung seines Gelübdes. Dazu kann er jede erdenkbare Erscheinungsform annehmen. Ja, das ist also schon jenseits dessen, was uns normalen Menschen zugänglich ist. Auf der neunten Ebene, die mit frommem Denken versehen ist, nutzt der Bodhisattva seine tiefe Einsicht in die wahre Natur der Gegebenheiten und wird zu einem hervorragenden Dharma-Lehrer und vervollständigt seine Beherrschung der magischen Schutzformen. Auf der zehnten und letzten Ebene, genannt Wolke der Lehre, wird der Bodhisattva zu einem himmlischen Wesen, der seine Weisheit gleich einem Lichtregen über die Welt ergießt. Er hat die Vollkommenheit der Weisheit vollendet. Er wartet darauf, als einer der nächsten Buddhas sich in der Welt zu verkörpern. Diese transzendenten Bodhisattvas wurden zu Vorbildern des buddhistischen Weges zur Erleuchtung, doch der Weg erforderte so viel an ethischer Anstrengung und Selbstverleugung, an Ausdauer und an tiefer Einsicht in die wahre Natur aller Gegebenheiten, dass der Weg für die meisten Menschen eine sehr hohe Anforderung stellt. So sieht die Menge der Gläubigen zu den Bodhisattvas auf als Retter und Beschützer. Man verlässt sich dabei auf die Gelübde, die ein Bodhisattva auf sich genommen hatte, indem er versprach, alle zur Erleuchtung zu führen, die auf ihn nur voll vertrauen. So, da passt dann der reine Landbuddhismus, wo die Anrufung von Amitabha eben hier passiert, im Vertrauen, dass Amitabha eben dieses große Gelübde gemacht hat. Manche der großen Bodhisattvas gewannen enorme Popularität, wie zum Beispiel Avalokiteshvara, während andere wohl mehr auf einen kleineren Kreis beschränkt blieben. Die 10 Ebenen des Bodhisattva-Weges verleiten zu der Ansicht, dass es sich dabei um einen zwar sehr anspruchsvollen, jedoch durchaus geradlinigen Weg handeln könnte. Klar definierte Etappen und ein klares Ziel. Diese Sicht befindet sich jedoch im Konflikt mit der Weltanschauung des Buddhismus. Schon in dem Buddhismus vor der Entstehung des Mahayana sah man alles Existierende in dreifacher Weise gekennzeichnet. Alles ist vergänglich, alles ist leidhaft. Es gibt kein inhärentes Sein an sich oder Identität, Anatma. Dies bedeutet, dass auch die 10 Stufen des Bodhisattva-Weges vergänglich, leidhaft und ohne ein Sein an sich sind. Im Mahayana wurde dann das Nichtvorhandensein eines Selbst, Anatma, mit dem Begriff der Leerheit vertieft. Die Übersetzung Anatma, nicht Selbst oder nicht Ich, wurde vor kurzem in einem Aufsatz in Frage gestellt und es wurde gesagt, man sollte sagen, nicht Seele.
Was aber nicht ganz passt, denn gerade im Mahayana wird der Begriff Anatma auch auf Tiere und Dinge verwendet. Kann ich von der Seele eines Steins oder eines Baums reden? Glaube ich wohl nicht. Ne? Also. Im Mahayana wurde dann das Nichtvorhandensein eines Selbst mit dem Begriff der Leerheit vertieft, habe ich schon gesagt. Was immer vergänglich ist, kann kein autonomes Selbst oder eine autonome, in sich selbst ruhende Identität haben, da ein solches Selbst auf Unveränderlichkeit zu beruhen hätte. Diese drei Aussagen über die Natur alles Existenten treffen dann auch auf den Bodhisattva und die buddhistische Lehre, den Dharma zu. Wenn dem so ist, fragt man sich wohl, wozu dann all die Mühe? Bereits auf der sechsten Ebene werden jedoch Aussagen gemacht, die einer naiven Auffassung von einem geradlinigen und zielstrebigen Bodhisattva-Weg widersprechen. Die sechste Ebene war ja die im Angesicht absoluter Klarheit stehende, bezeichnet die Realisierung der vollkommenen Weisheit. Der Bodhisattva ist sich der Identität von Samsara, also der Wandelwelt und Nirvana bewusst und dass die wahrgenommene Welt nichts als Vorstellung ist. Also, auf dieser Ebene erfährt der Bodhisattva die Einheit von Samsara und Nirvana, da beide Begriffe nur in der Leerheit Wirklichkeit haben. Übertragen auf die Welt der Lebewesen heißt dies, dass auch alle Lebewesen trotz ihrer Verschiedenartigkeiten in Wirklichkeit sich im Zustand des Nirvana befinden. Die Verschiedenartigkeit der wahrgenommenen Welt und die Individualität der Lebewesen ist nur ein Trug, hervorgebracht durch Nichtwissen, durch dualistisches Denken, das unterscheidet. In dieser Gewissheit hilft der Bodhisattva also Wesen, die in Wahrheit keiner Hilfe bedürfen und deren wahre Natur, wie auch die des Bodhisattva, nur in der Leerheit besteht. Die gesamte Anstrengung des Bodhisattva hat nur scheinbaren Sinn für jene, die eben in diesem Nichtwissen befangen sind. Shunyata oder Leerheit ist das Einzige, das nicht aufgrund einer irrtümlichen Geisteshaltung der Dualität besteht, wenn man das Wort Bestehen hier verwenden darf. Shunyata macht die sich ständig verändernde Welt möglich, die der unerleuchtete Mensch jedoch als seiend und beständig sieht, weshalb er für immer enttäuscht sein wird und daher immer leidet. Shunyata macht aber auch Erleuchtung möglich, wenn man nämlich den wahren Zustand der wahrgenommenen Welt erkennt. Daher ergibt sich die Folgerung, dass ohne die fälschlich als real wahrgenommene Welt des Wandels es eben auch keine Erleuchtung gäbe. Und da die Welt des Wandels oder Samsara Täuschung ist, ist auch ihr Gegenstück Nirvana oder Erleuchtung eine Täuschung, die auf dualistischem Denken beruht. Der Bodhisattva, der die 10 Ebenen in Äonen durchmisst, lässt sich scheinbar auf den Trug der wahrgenommenen Welt ein. Er handelt so, als ob es individuelle Lebewesen gäbe, die der Erleuchtung bedürften, als ob er ein eigenes Leben hätte, das hingegeben werden könnte. Auf den 4 letzten Ebenen handelt er so, als ob er diese Scheinwirklichkeit für eine wahre Wirklichkeit hielte, obschon er sich bewusst ist, dass er gleichsam Schauspieler in einem Stück ist, dem jede Wirklichkeit gebricht. Das Avatamsaka-Sutra wird oft als Höhepunkt der Mahayana-Literatur angesehen. Es ist auch eines der fundamentalen Sutren im Chan oder Meditationsbuddhismus oder Zen, sowie in der Huayan-Schule, die mit dem Chan enge Verbindungen hat. Das Sutra ist ein sehr umfangreiches Werk von 34 Büchern, von denen einige früher eigenständige Werke waren. Die Entstehungszeit wird in die ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung gelegt. Das letzte Buch, auch unter dem Titel Gandavyuha, als eigenständiges Werk im Sanskrit überliefert, enthält die Erzählung des Jünglings Sudana,
der unter der Führung von Manjushri den Weg der Erleuchtung beschreitet. Sudana besucht 53 verschiedene Bodhisattvas. Jeder von ihnen belehrt ihn und sendet den Jüngling weiter, denn sein Lernen ist noch lange nicht vollendet. Dieses Schauspiel, in dem der Jüngling von einem Lehrer zum anderen gesandt wird, vollzieht sich in der Gegenwart des in schweigender Kontemplation versunkenen Buddha. Das ist die Wahrheit. Strahlen gehen vom Körper des Buddha aus und erleuchten das gesamte Universum. Das Sutra sagt dazu, Äonen kommen und gehen. Die Wirklichkeit selbst ist unendliche Veränderung und bleibt dabei das, was sie ist. Der Buddha ist in allem gleichzeitig und allgegenwärtig und kein Mensch ist getrennt von ihm. Ende des Zitats. Die von Sudana besuchten 53 Meister erscheinen in Gestalt verschiedenster Menschen, Frauen und Männer, Laien und Ordinierte, ein Parfümverkäufer, ein Seemann, ein Arzt und auch ein Irrlehrer. In der blumenreichen Sprache des klassischen Indiens sagt der Text, dass alles, was uns begegnet, und mag es uns noch so sehr ungerecht erscheinen, uns lehren kann. Jede Krankheit oder jede Lebenskrise kann zu einem Bodhisattva-gleichen Lehrer werden, wenn wir es nur zulassen, dass sich die Krise als einen Lehrer verkleidet, als einen Lehrer verkleidet offenbart. Entschuldigung. Dies gilt auch für die Menschen unseres Landes, die es geprägt haben. Angefangen von den Kaisern des Mittelalters, die uns Kultur und Gelehrsamkeit gebracht haben, bis zu jenen, die die Gräuel des 20. Jahrhunderts verübten. Und man mag sich fragen, welche Lehre gibt mir Eichmann? Ja, in einem buddhistischen Sinn. Ja, es ist bestimmt, jedenfalls für mich, keine einfache Frage. Ja, es ist eine Frage, an der ich schon seit vielen Jahren sozusagen herumkau. Aber wenn ich wirklich annehme, dass in jedem Lebewesen die Buddha-Natur ist, dann auch in Eichmann. Ja? Und das ist eine nicht einfache Sache. Einer der Bodhisattva-Lehrer in diesem Text, im Avatamsaka-Sutra, spricht in tiefer Versenkung die folgenden Worte. Ich weiß, dass alle heiligen Buddhas wie Illusionen sind. Ich weiß, dass es mit unserer eigenen Seele ebenso steht. Ich weiß, dass die Stimmen aller Buddhas wie ein Echo sind. Ich weiß, dass es mit unserer Seele oder meinem Selbst ebenso steht. Also erkenne ich die Welt so, wie sie ist. Also begegne ich der Welt, wie sie ist. Mein lieber Jüngling, du sollst begreifen, dass der Bodhisattva sich ganz und gar auf den eigenen Geist gründet, um die mannigfaltigen Lehren Buddhas zu erlangen und die Tugendwerke der Bodhisattvas durchzuführen. Am Ende dieses Buches stimmt der Bodhisattva Samantabhadra ein Lobgesang auf den vollkommen erleuchteten Geist an. Und ich zitiere, der Heilige wohnt in der höchsten Weisheit und in der Furchtlosigkeit. Er predigt über die 12 Übungen. Er begreift das Leiden, die Ursache des Leidens, die Vernichtung des Leidens und den Weg zur Vernichtung des Leidens. Er erfasst die 12 Wirkungszusammenhänge und predigt mit den 4 Arten der Beredsamkeit. Kein Ich, kein Eigentum, keine Selbstheit, kein Entstehen und kein Vergehen, kein Kommen und kein Gehen. Alles ist so wie der Raum der Leere. Die mannigfaltigen Werke werden dennoch nie zunichte gemacht. Der Heilige vollendet die Weisheit und die Tugend und doch folgt er gehorsam dem weltlichen Leben. Das heißt, der vollendete Bodhisattva ist nicht so ein Magier in einem Wolkenkuckucksheim, sondern ein ganz normaler Mensch, wie es so schön in einem der Zen-Anekdoten heißt. Ja, als ich noch nicht dem Buddhismus begegnet bin, da war Tee und Essen war Essen und Schlafen war Schlafen. Dann habe ich angefangen, den Buddhismus zu studieren. Tee war plötzlich kein Tee mehr, Essen kein Essen mehr, Schlaf kein Schlaf mehr.
Und nach der Erleuchtung, ja, Tee war wieder Tee, Essen, Essen, Schlafen, Schlafen. Ja. Der Mahabodhisattva ist sich der trügerischen Natur alles Existierenden, einschließlich seiner selbst, voll bewusst, handelt aber so, dass der Unerleuchtete glaubt, obschon irrtümlich, der Bodhisattva handle allein zum Wohle aller Lebewesen. Der Mahayana-Buddhismus kennt nur eine Wirklichkeit, nur eine Welt, das ist die Gegenwart in ihrer undurchdringlichen Soheit. Der Unerleuchtete ist jedoch in Gedanken in eine nicht existente Vergangenheit und eine nicht existente Zukunft verfangen. Er vergisst dabei den gegenwärtigen Augenblick, der jedoch, kaum wahrgenommen, bereits imaginäre Vergangenheit wird. Der Erleuchtete ist sich bewusst, dass alles Wahrgenommene nur eine Vorstellung ist, dass diese jedoch auf den Kausalzusammenhängen beruht, die sich jedoch dem analytischen Bewusstsein entziehen. Die Wirklichkeit ist in Worten unfassbar. Sie ist die Leerheit, die sich jeder gedanklichen Definition entzieht. Das Lotus Sutra, ebenfalls eines der großen Sutren des Mahayana-Buddhismus, und das Sutra sagt, nur Geist oder Grundbewusstsein ist dies alles. Auf zwei Weisen tritt der Geist in Erscheinung, als zu Ergreifendes oder die Welt der Objekte und als Ergreifender, das Subjekt, das wahrnimmt. Ein Selbst und etwas Selbsthaftes gibt es nicht. Ende des Zitats. Dieser Geist, von dem hier gesprochen wird, ist aber nicht der Geist, der diese Welt in dualistischer Weise wahrnimmt. In den Texten des Meditationsbuddhismus spricht man dann von einem Nicht-Geist, um anzudeuten, dass es sich nicht um den alltäglichen Geist handelt, der immer zwischen verschiedenen Objekten unterscheidet und der von der Dualität eines Objekt-Subjekt-Denkens durchdrungen ist. In dem Sutra der vollständigen Erleuchtung, einem späteren Sutra, das uns nur in Chinesisch erhalten ist, rät der Bodhisattva universale Sicht, dass der Anfänger Bodhisattva sich der Regeln der buddhistischen Ethik befleißige, also die fünf Shilas oder fünf Achtsamkeitsübungen, und gleichzeitig sich der objektfreien Meditation hingebe. Aber, so fährt das Sutra fort, da der Körper in elementare Bestandteile zerlegt werden kann, also keine Wirklichkeit an sich besitzt, muss man folgern, dass alles Wahrgenommene eine Illusion ist. In diesem Vorgang scheint eines zu sein, und das ist Geist oder auch Nicht-Geist. Der Chan-Meister Shangyan, der das Sutra übersetzte, fügte auch einen Kommentar hinzu, indem er den Weg des Bodhisattva von der Sicht des Meditationsbuddhismus aus darlegt. Der Anfänger Bodhisattva, und das ist jeder, der sich voll Vertrauen dem Mahayana zuwendet und der die Bodhisattva-Ethik befolgt und die Praxis auf sich nimmt, die Bodhisattva-Ethik in drei Punkten: vermeide, was dir und anderen schadet, tue, was zu deinem und anderen Heil ist, handle zum Heile anderer, auch wenn es für dich unangenehm oder leidvoll ist. Für diesen anfänglichen Bodhisattva gibt es Recht und Unrecht, denn der Dharma, die Buddha-Lehre und Buddha. Der Anfänger braucht die Sutren und das Studium derselben, denn er versteht die Wirklichkeit in ihrer reinen Natur noch nicht. Für den Erleuchteten sind Buddha, die Lehre, die Praxis wie ein Boot, das man zum Überqueren eines Flusses braucht, aber bedeutungslos werden, sobald man das Ziel, das andere Ufer, erreicht hat. Dennoch, der Erleuchtete wird diese Hilfsmittel nicht verbrennen, denn andere werden das Boot benötigen, um den Fluss zu überqueren. Also, man wird die Sutra nicht verbrennen, nicht? So wird der Erleuchtete fortfahren mit der vertrauten Praxis und der Befolgung der Ethik des Bodhisattva, denn er setzt damit ein Beispiel für andere. Wir sitzen auf dem Kissen in schweigender Kontemplation, nicht um etwas zu erreichen, sondern um im Einklang mit unserem wahren Sein Beispiel und Ermunterung für andere zu sein. Der Anfänger Bodhisattvas wird durch vertiefte Meditation und Praxis gewahr, dass weder sein Körper noch sein Geist in Wirklichkeit existieren.
Bilder, die er in der Meditation als wahrhaftig erschauen mag, erkennt er jedoch als nichts anderes als Trugbilder seines Geistes. An diesem Punkt wird sich der Bodhisattva ganz bewusst, dass nichts außer ihm selbst existiert. Kein Körper, kein Geist, keine Umgebung. Selbst die subtilen geistigen Wahrnehmungen sind nur etwas, das er hervorbringt, etwas, das zusammengesetzt oder bedingt ist. Da ist nichts als eine Masse Fleisch und Knochen, die das Töne von sich gibt. Ähnliche Massen von Fleisch und Knochen interpretieren die Töne in ihrer ihnen eigenen Weise, das heißt, sie verstehen, was ich nun sage. Es gibt aber verschiedene materielle Anhäufungen, die Töne von sich geben. Ein Hund zum Beispiel oder eine Kuh. Menschen sprechen dann diesen Anhäufungen von Fleisch und Knochen die Einsichtbarkeit ab als eine Menschen sprechen dann diesen Lebewesen eben die Einsichtbarkeit in ihrer Sprache ab. Wird der Bodhisattva sich bewusst, dass sein sogenannter Geist nichts ist als eine ununterbrochene Kette von Gedanken und Gefühlen, die jeweils von einer äußeren Welt verursacht werden, dann erkennt er den illusionären Charakter eines sogenannten Geistes. Wenn somit Geist als etwas Autonomes aufgelöst wird, dann verlieren auch die Objekte des Geistes ihre Eigenständigkeit. Wenn der Geist als etwas Bedingtes erkannt wird, dann sind auch alle Wahrnehmungen und die Objekte der Wahrnehmungen etwas Bedingtes. Dies ist die Leerheit alles Existierenden. Wird man sich dieser Leerheit direkt und spontan bewusst, ist dies Erleuchtung. Das Studium der Sutren, dem sich der Bodhisattva unterzieht, ist eine Vorbereitung für diese spontane Erfahrung der Leerheit. Das ist so, wie wenn man die Zutaten für einen Kuchen zurechtlegt. Das Backen des Kuchens wäre dann das spontane Gewahrwerden der Leerheit. Aber ohne Backzutaten kann es kein Backen des Kuchens geben. Wenn manchmal gesagt wird, dass im Moment der Erleuchtung Körper, Geist und Umwelt verschwinden, so ist dies allegorisch gemeint. Was da verschwindet, ist die dualistische, Objekt-Subjekt determinierte Wahrnehmung von Körper, Geist und Umwelt, wie sie sich vor der Erleuchtung als normal darstellte. Körper, Geist und Umwelt existieren nur als Trug und Blendwerk. Daher ist auch deren Verschwinden ein Trug oder Blendwerk. Dass die Dinge, die nur eine scheinbare Existenz haben, verschwinden, ist in sich selbst ein Schein oder Trug. So, was ist wirklich? Das einzige Wirkliche ist, dass alles flüchtig, vergänglich oder leer ist. Dies ist die einzige und alleinige Wirklichkeit, die einzige Wahrheit. Dieser Wahrheit spontan inne zu werden, ist Erleuchtung. Die großen Bodhisattvas, die sich auf der 7. Ebene befinden, sehen sich selbst und die Welt, einschließlich der Lebewesen, die sie retten wollen, in diesem Licht. Von der Erleuchtung aus gesehen gibt es da weder einzelne Wesen, die vom Bodhisattva verschieden wären, noch ist da ein Leid, das es zu enden gelte. Was uns oft als Leid erscheint, dass da beispielsweise ein Vulkanausbruch tausende von Wesen bei lebendigem Leib verbrennt, ihre Lungen mit giftigen und glühenden Gasen füllt und sie so ersticken lässt, das ist nur ein Naturvorgang, weder gut noch böse. Das Leid entsteht, wenn ein solches Lebewesen die Lunge als seine eigene Lunge empfindet und das sich zu Ende neigende Leben als sein eigenes Leben betrachtet. Ein Leben, das jedoch noch nie ihm gehört hatte und nur ein Prozess von Bedingtheiten ist. Da aber der große Bodhisattva weiß, dass die Wesen das Leben eben als ihr eigenes betrachten und die Auflösung dieser Anhäufung von Fleisch und Knochen, das heißt ihren Tod, als leidvoll empfinden, unterlässt er keine Mühe und Anstrengung, um diesen Wesen den Weg zu zeigen und sie zu der Einsicht zu bringen, dass all dieses Leid nichts als ein Trugbild ist. Von daher gesehen erscheinen die Bodhisattvas wie ganz normale Menschen.
Sie unterscheiden sich nur in ihrem grenzenlosen, heilenden Hinwenden zu den Wesen von anderen. Bedeutet Erleuchtung, dass man mit einem Donnerschlag diese Welt verschwindet und man in einem reinen Land aufwacht? Nein, ganz bestimmt nicht. Die Erleuchtung ist nichts anderes als das spontane Gewahrwerden der illusionären Natur alles Existierenden, einschließlich der Erleuchtung selbst. So wie die Ansicht einer Welt voll Leid und Schmerz ein Trug ist, so ist die Auflösung dieser Ansicht ebenfalls ein Trug. Buddha, die Lehre und der Weg zur Erleuchtung, all diese Begriffe beruhen auf der dualistischen Weltsicht und sind daher ebenfalls Täuschung. Der Erleuchtete nimmt die Welt weiterhin in ihrer Bedingtheit, aber auch in ihrer Materialität wahr. Die Berge bleiben Berge und Atome bleiben Atome, doch beide sind nur flüchtige Erscheinungen eines unendlichen Verwandlungsprozesses. Insofern sprechen die Texte davon, dass im Zustand der Erleuchtung es weder Tod noch Geburt gibt, weder Leid noch Nichtleid. Der Tatbestand der Auflösung des Körpers, der Zerfall der Organe und Zellen, das bleibt als ein Prozess der universalen Bedingtheit und Vergänglichkeit. Vulkanausbrüche, Tsunamis, Krankheiten und auch die Aggression anderer, seien es Menschen oder Tier, bleiben bestehen. Doch das Koordinatensystem von Ich und Mein fehlt und damit auch das persönliche erfahrene Leid. Worauf es ankommt, ist zu wissen, wo man ist. Ich kann als unerleuchtetes Lebewesen nicht sagen, alles ist gleich. Ja, das wäre ein gewaltiger Irrtum. Denn diese Ausdrücke, es gibt keinen Buddha, es gibt keinen Dharma, es gibt keinen Weg zur Erleuchtung, das sind Sätze, die der Erleuchtete spricht, ja, die für den Nicht-Erleuchteten in weiter Zukunft liegen. Ja. Ich hoffe, dass ich dieses schwierige Kapitel vielleicht etwas klarer gemacht habe.